Ich will anfangen, ein bisschen zu erzählen zur Vorgeschichte dieses Themas, Gedanken, die Kopf und Herz verdrehen. Irgendwie will ich im Augenblick immer verwirren sagen, aber das stimmt nicht. Das hoffe ich, dass Sie das nicht tun. Gedanken, die Kopf und Herz verdrehen. Wie bin ich zu dem Thema gekommen? Im Laufe der Zeit wird klarer werden, was sich dahinter verbirgt. Vor gut 2,5 Jahren gab es einen Ordenskonvent, das ist so ein Treffen, auf dem Ordensmitglieder aus aller Welt zusammenkommen in Großbritannien. Und ich machte dort unter anderem einen Spaziergang mit einer guten Freundin, die manche von euch kennen, namens Vajra Devi. Die war zumindest auch mal zu Besuch hier. Wahrscheinlich werden einige der Frauen vielleicht mehr über sie wissen als manche der Männer, weil sie ganz maßgeblich daran beteiligt war, das sogenannte Aranya-Projekt zu unterstützen, zu fördern, publik zu machen, ein Projekt für ein Retreat-Zentrum für Frauen in Spanien. Und wir kennen uns aus Zeiten, die wir gemeinsam im gleichen Ort gelebt haben. Und wir machten einen langen Spaziergang und irgendwie kamen wir darauf, was denn unsere Motivation für Dharma-Praxis oder für buddhistische Praxis wäre. Und ich sagte so ein bisschen flapsig, wie ich das manchmal tue und wie ich auch manchmal Anlass habe, das zu bereuen, dass ich das tue. Ich sagte so ein bisschen flapsig, naja, wenn es also sozusagen die Superpille gäbe, die mir glaubhaft Glück geben würde, dann würde ich die nehmen und dann würde ich auch sofort auf buddhistische Praxis oder Dharma verzichten. Nur dummerweise habe ich also bisher diese Superpille nirgends gefunden und habe auch irgendwie die Hoffnung aufgegeben, dass es die geben könnte. Zumindest habe ich keinen Anlass zu glauben, dass es die gibt. Und dann scheint mir Dharma-Praxis oder Buddhismus zumindest als das Zweitbeste, auch wenn es nicht also bisher dazu geführt hat, dass ich ständig glücklich wäre, bin ich zumindest ein ganzes Stück glücklicher geworden, als es in der Vergangenheit der Fall war und habe auch ein Vertrauen darauf, dass irgendwann auch ich eine Art Durchbruch vielleicht erleben könnte oder wie das auch immer geschehen mag, dass so etwas wie ja, tatsächliches, tiefes, dauerhaftes Glück, dauerhafte Zufriedenheit, dauerhafte Erfüllung möglich sein wird oder eintreten wird. Ja, und irgendwie bei dieser Freundin war hängen geblieben, also ich hatte gesagt, dass ich also eigentlich die Glückspille haben wollte und mich ansonsten da mal Praxis nicht so weiter interessieren würde. Und sie schrieb mir eine ganze Weile später und fragte mir, du, ich wollte dich immer noch mal fragen, wie hast du das denn eigentlich gemeint? Und da erklärte ich dann ein bisschen mehr dazu. Und unter anderem sprach ich davon, dass ich so in den letzten Jahren bei einer Meditationspraktik, die ich sehr, sehr gerne mache, die ich aber auch sehr schwierig finde, immer wieder bestimmte Erfahrungen mache oder sozusagen immer an der gleichen Stelle. Und das ist dummerweise schon ziemlich am Anfang ins Stolpern geraten. Mich bei dieser Meditationspraktik oder in dieser Meditationspraktik fängt man gewissermaßen damit an, dass man zunächst mal vergegenwärtigt, dass es so etwas wie Leiden oder Unzufriedenstellendes oder nicht ganz Beglückendes gibt und dass das tatsächlich ein wesentliches Merkmal unserer normalen Existenz ist. Und man kontempliert darüber, man erwägt gewissermaßen, dass bedingt durch diese Erfahrung, dass alles, selbst unsere besten Erfahrungen im gewissen Sinne, in irgendeiner Weise, darüber spreche ich später noch ein bisschen mehr, leidhaft sind oder nicht hundertprozentig zufriedenstellend. Wir können uns immer noch vorstellen, es könnte auch noch besser sein. Oder selbst wenn es toll ist, dann ist zumindest so ein leiser Gedanke da, was aber, wenn das irgendwann aufhört? Und schon ist es nicht mehr ganz so toll, wie es war. Ja? Also, wenn man das wirklich tief gewissermaßen in sich aufgenommen hat, ja, so ist es, dann wird ein ganz, ganz starker Wunsch entstehen, nach einer Alternative zu suchen. Das ist zumindest das, was dem historischen Buddha oder dem Menschen, der später Buddha wurde, so gegangen ist, der gewissermaßen sehr, sehr tief die Leidhaftigkeit oder das Unzufriedenstellende des Lebens erfahren hat. Und er sagte, nee, dabei will ich es nicht stehen lassen. Jetzt resigniere ich nicht einfach, sondern ich gucke, gibt es da nicht einen Ausweg? Wie gesagt, also in dieser Praktik geht es darum, festzustellen in der eigenen Erfahrung, ja, wenn das so ist, dass irgendwo alles leidhaft ist, dann wo ist der Ausweg? Und ich machte immer wieder die Erfahrung, dass ich
ja, mal 50%, mal vielleicht 70%, vielleicht auch mal ein bisschen mehr Glaube daran, dass das tatsächlich leidhaft ist. Aber es gibt so einen anderen Teil von mir, der sagt, stimmt zwar, ist bisher immer wieder schiefgegangen, könnte ja aber auch mal klappen. Ja, egal, ob es die Liebesbeziehung ist, die dann endlich doch mal klappen könnte, oder ob es ein anderes Glück ist, was irgendwann unvergänglich und ewig währen würde. Also es gibt da immer so ein Quäntchen, immer so ein Teil von mir, der sagt, ist ja alles schön und gut und irgendwo glaube ich das auch, aber halt so ganz bin ich da doch nicht überzeugt davon. Ja, und ein guter Teil von mir ist dann also auch immer noch in allen möglichen anderen Aktivitäten investiert, die so eher darauf ausrichten, hier mal was Schönes mitzunehmen, da mal was Schönes mitzunehmen. Und das ist auch gar nicht unbedingt falsch. Ich sage also nicht, dass das schlecht ist, sondern ich merke nur, dass doch relativ viel Energie und vielleicht mehr Energie als eigentlich angemessen wäre, als eigentlich gut wäre. Zumindest denke ich dann manchmal, als gut wäre für jemanden, der schon also versucht seit, ich weiß nicht, sind so ungefähr 25 oder ein paar mehr Jahre, Buddhismus zu praktizieren. Das müsste doch irgendwie mal ein Stück weiter darüber hinausgehen, denke ich. Ja, vielleicht muss es das auch nicht so leicht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist da so ein gewisses Unbehagen, so eine gewisse Unzufriedenheit da. Und die hat mich also in den letzten Jahren relativ viel darüber nachdenken lassen, Mensch, wie kann ich denn eigentlich meine Motivation zur Dharma-Praxis selber stärken? Und dabei, so in den Überlegungen und Gesprächen mit Leuten und so weiter, stieß ich darauf, dass das offenbar also nicht nur mir so ging, es geht nicht nur mir heute so, ich traf also andere, die sagten, ach, das kenne ich auch, das geht mir eigentlich auch so. Es gab auch andere, die sagten, na, das Problem habe ich nicht, ich bin hundertprozentig Dharma interessiert. Fand ich erstaunlich, vor allen Dingen also oft auch, wenn ich sie anschaute, aber das ist was anderes. Und es gab, wurde auch deutlich, das ist offenbar ein Problem, das es auch früher schon gab, in der ganzen buddhistischen Geschichte. Und es gab sogar, oder gibt, Methoden, die genau das Ziel haben, diese Motivation zu verstärken. Sozusagen eine Art sehr gründlicher, tiefgehender Art Bestandsaufnahme der eigenen Motivation, der eigenen Ansichten zu machen und die Motivation zu verstärken, wirklich Dharma praktizieren zu wollen. Und diese Lehre oder eine dieser Lehren hat den schönen Namen, ist nicht ganz wörtlich übersetzt, aber fast wörtlich übersetzt, Gedanken, die Kopf und Herz verdrehen. Wörtlich übersetzt ist es ungefähr Gedanken, die den Geist umwenden. Wobei aber Geist umwenden, also Geist in der Tradition nicht als dasselbe zu verstehen ist, was wir normalerweise von Geist glauben, wo wir meistens nur an Denken denken, sondern es ist wirklich Herz und Denken oder Emotionen und Denken. Darum, also habe ich es einfach so übersetzt, Gedanken, die Kopf und Herz verdrehen oder umwenden. Nun, in einer sehr modernen Übersetzung, die von mir stammt, ist keine Übersetzung, in einer vielleicht modernen Umdeutung, sind es vier Gedanken, die man folgendermaßen zusammenfassen kann oder folgendermaßen nennen kann. Erster Gedanke, warte nicht auf bessere Zeiten. Zweiter Gedanke, spiel mir das Lied vom Tod. Dritter Gedanke, wer nicht hören will, muss fühlen. Vierter Gedanke, du hast eine Chance, nutze sie. Und hinter diesen Gedanken, und die möchte ich gerne heute Abend euch näher vorstellen, verbirgt sich so eine Art Dharma-Versicherung, könnte man sagen. Oder die sind eine Art Dharma-Versicherung. Etwas, was wir also aufnehmen können, um dafür zu sorgen, dass das, was wir für unsere spirituelle Praxis halten, für unsere Dharma-Übung halten, dass das nicht zu einer Art Mogelpackung wird, die also einfach, in der wir einfach nur dafür sorgen, dass wir in einem anderen Kleid mehr oder weniger so weitermachen wie bisher, was unglaublich leicht passieren kann und wofür es auch in der Geschichte eine Fülle von Beispielen gibt, wie das Leuten passiert ist, die jahrelang geübt haben, sondern dass wir immer wieder zumindest zurückgeführt werden zu den tatsächlich wesentlichen Fragen und auf diese Weise unsere Motivation neu überprüfen, sie gewissermaßen verschärfen und sie in Richtung dessen bringen, was, wenn es denn möglich ist, uns eines Tages wirklich zutiefst glücklich macht. Also der erste dieser Gedanken
warte nicht auf bessere Zeiten. Man könnte ihn auch so formulieren, wir haben jetzt, und damit meine ich wirklich jetzt, alles, was wir zum Glück brauchen. Alles ist schon da. Wir müssen nirgendwo anders hingehen. Ja, es ist alles schon da. Traditionell wird dieser Gedanke so formuliert, dass wir uns befassen mit der Seltenheit und der Kostbarkeit des menschlichen Lebens, das viel Zeit und viele Möglichkeiten bietet. Darin sind vier, wenn man so will, vier Teilgedanken enthalten. Wir sind Menschen, das nimmt man einfach als Ausgangsvoraussetzung. Und als Menschen haben wir besondere Möglichkeiten. Wir haben Zeit, das ist selten und das ist kostbar. Nun, für die Möglichkeiten, die genannt werden, werden traditionell alle möglichen Listen vorgeschlagen, wie man die erwägen kann. Da gibt es eine Liste von 10 Freiheiten und 8 Umständen, 8 Freiheiten und 10 günstigen Umständen, die wir haben. Und ich fasse die etwas zusammen, weil ich möchte euch nicht mit komplizierten Listen plagen, die wahrscheinlich auch sehr trocken wirken. Aber vielleicht zunächst mal so an euch selber die Frage, wie oft geht es euch eigentlich so, dass ihr so zu euch selber sagt, das ist doch toll, dass ich so leben kann, wie ich lebe. Es ist doch eigentlich unglaublich, ja, zu leben als Mensch in dieser Gesellschaft mit den Freiheiten, die ich habe, mit den Möglichkeiten, die ich habe, aller Wahrscheinlichkeit nach verhältnismäßig gesund. Ja, mit der Möglichkeit, das eigene Leben weitgehend selbst zu gestalten. Selbst wenn ich mich umschaue in anderen Ländern, was für ein unglaubliches Privileg. Ist das nicht Wahnsinn? Wir brauchen ja nur ein paar Jahre zurückdenken in unser eigenes Land oder ein paar Jahrzehnte. Da hätte es auch ganz anders sein können. Ja, wir leben in einer Zeit des Friedens, ja, zumindest in unserem Gefilden. Ja, ich sage immer so auch im Vergleich mit dem, was wir um uns herum sehen können, ganz abgesehen davon, dass es vielleicht überhaupt etwas besonders Kostbares ist, Mensch zu sein, selbst wenn man das für selbstverständlich nimmt, dass wir nun mal Menschen sind, ja, und viele können sich kaum was anderes vorstellen, dann ist das eigentlich unglaublich, auch noch ausgerechnet hier in dieser Zeit zu leben, mit diesen Möglichkeiten und mit diesen Voraussetzungen, die wir haben. Ja, wahrscheinlich kennt jeder von euch nicht nur einen, sondern mehrere Menschen, denen es viel, viel schlechter geht. Und natürlich können wir permanent davon lesen oder hören, dass es vielen anderen auch so geht. Was für ein Privileg. Wenn wir ehrlich sind, werden wir wahrscheinlich feststellen, dass sozusagen unsere Freude daran, unser Lob darüber, dass das so ist, relativ viel weniger Zeit einnimmt, als unsere Beschäftigung damit, was uns denn alles fehlt und wie schwierig doch das Leben ist und woran es uns mangelt und was anders sein sollte und wer wieder was gesagt oder getan oder nicht gesagt oder nicht getan hat und, all die Geschichten. Und ich nehme mich überhaupt nicht aus davon. Es ist eher so, dass Beschäftigung, wenn man so will, mit solchen Themen uns mehr oder mehr darauf stößt, in welchem Ausmaß wir im Grunde es für selbstverständlich nehmen, die Bedingungen, das Leben, das wir haben, und in welch geringem Ausmaß wir das würdigen und wie sehr wir es auch verschwenden. Besonders vier Bereiche werden in der buddhistischen Tradition genannt, über die es gut ist, nachzudenken in diesem Zusammenhang. Der erste Bereich bezieht sich gewissermaßen auf die Umgebung, in der wir leben. Wir leben in einer Umgebung, die uns durch ihre politische Organisation, durch ihre soziale Organisation, durch ihre materielle Situation oder Organisation sehr, sehr viel Freiheit lässt, sehr viel Zeit, sehr viel Raum gibt. Wir haben den Vorteil, in einer Gesellschaft zu leben, in der wir verhältnismäßig wenig arbeiten müssen, um so viel für unseren Lebensunterhalt zu verdienen, wie es erforderlich ist oder wie wir wünschenswert finden. Selbst wenn wir vielleicht 8 oder sogar 10 oder sogar 12 Stunden täglich arbeiten, ist das noch immer verhältnismäßig wenig im Vergleich zu manchen anderen Gesellschaften. Wir
leben zugleich, und das wird ganz besonders herausgestellt, in einer Gesellschaft, in der wir die Freiheit haben, unsere Religion zu wählen. Und in der es unter anderem unter den verschiedenen vielen religiösen Angeboten den Dharma gibt. Wir leben in einem Zeitalter, in dem es einen Buddha gab, dessen Lehre bis heute überliefert worden ist. Und wir haben das gewaltige Glück, so wird es aus buddhistischer Sicht gesehen, mit dieser Lehre in Berührung zu kommen. Wenn ihr das als Glück empfindet, dann ist das wieder ein Gedanke, an dem wir sehen können, wie stark wir uns, wenn man so will, in dieser Hinsicht von der großen Menge der Menschen unterscheiden. Es gibt viele Länder, in denen wir den Dharma nicht praktizieren dürften oder keine Möglichkeit dazu hätten. Ja. Und auch in diesem Land gibt es viele Leute, die mit Buddhismus nie in Berührung kommen oder auch mit anderen Wahrheitslehren, was immer das sein mag. Ja, ich will also überhaupt nicht ausschließen, dass es da nicht auch andere sehr, sehr sinnvolle Möglichkeiten geben könnte. Das wird also als etwas sehr Besonderes angesehen. Das ist eine Chance, das ist ein Angebot, das ist etwas, was wir nicht als selbstverständlich nehmen sollten. Ja, die politische Situation kann sich verändern. Ja, die soziale Situation kann sich verändern. Es ist überhaupt nicht selbstverständlich, dass es den Dharma gibt. Vor 100 Jahren war es auch in diesem Land praktisch nicht möglich. Teilweise aus Unkenntnis, teilweise weil einfach die Traditionen so viel stärker waren, dass jemand, also der Dharma praktizieren wollte, auf erhebliche Widerstände gestoßen wäre. Wir haben nicht nur das Glück, den Dharma, mit dem Dharma überhaupt in Berührung zu kommen, sondern auch mit Menschen, die ihn tatsächlich praktizieren, mit denen wir in Gemeinschaft zusammenkommen können, mit denen wir uns austauschen, mit denen wir reflektieren können, die uns unterstützen, die wir vielleicht unterstützen. Auch das ist etwas, was ungeheuer selten ist. Der zweite Punkt, der genannt wird, ist unser Leben, und das wird sicherlich individuell, da gibt es Nuancen, unser Leben ist von Heimsuchungen weitgehend frei. Erwähnt hatte ich schon die eher politischen Heimsuchungen, aber es gibt auch die Heimsuchungen von großen, schweren Krankheiten. Vielleicht auch die von gewaltigen Konflikten, die unseren Geist so besetzen, dass wir an nichts anderes denken können. Die Heimsuchung von Unfreiheit, von Erniedrigung, Verachtung, die uns möglicherweise aufgrund unserer Schicht erfährt. Zum Beispiel viele buddhistische Freunde, die mit dem westlichen buddhistischen Orden zu tun haben, leben in Indien, kommen aus der ehemals unberührbaren Schicht und haben oft, obwohl die Unberührbarkeit schon seit jetzt gut 60 Jahren quasi verfassungsmäßig abgeschafft ist, doch noch sehr, sehr viel Erniedrigung, Diskriminierung und so weiter erfahren. Aller Wahrscheinlichkeit nach ist uns das nicht so ergangen, vielleicht in dem einen oder anderen Bereich ein wenig, vielleicht sind wir diskriminiert worden, weil wir ein bisschen mehr von der Mehrheit in der einen oder anderen Richtung abgewichen sind, aber es wird wahrscheinlich nicht sehr, sehr wesentlich gewesen sein. Und wir sind frei, aller Wahrscheinlichkeit nach, zumindest waren alle von euch in der Lage, heute Abend hierher zu kommen. Ja, wir sind frei von solchen Krankheiten, egal ob es körperliche Krankheiten oder mentale Krankheiten sind, die uns daran hindern, dem Dharma überhaupt auf eine aktive Weise zu begegnen, uns damit auseinanderzusetzen. Ja, uns geht's verhältnismäßig gut. Vielleicht müssen wir hin und wieder mal einen Arzt aufsuchen, nun ja, und da haben wir noch die Möglichkeit, zwischen ganz vielen Ärzten zu wählen. Ja. Vielleicht gibt es hier das kleine Wehwehchen oder da das kleine Wehwehchen. Darüber kommen wir im zweiten Punkt auch ein bisschen mehr zu sprechen. Ja, gibt es sicherlich. Ja, aber selten, sehr, sehr selten dürfte es so sein, dass das so gewaltig im Vordergrund steht, dass wir nichts anderes tun können, als uns nur damit zu beschäftigen. Und wenn wir dem Dharma begegnet sind, haben wir vielleicht sogar Möglichkeiten gefunden, uns mit unseren Wehwehchen auf eine Weise zu beschäftigen, dass sie selbst zum Vehikel unserer Einsicht werden. Ja, weil auch dafür hat die buddhistische Lehre eine ganze Menge Methoden parat gewissermaßen. Der dritte Punkt in diesem ersten Gedanken, der Kopf und Herz verdreht, ist, wir sind, zumindest kann man das wahrscheinlich sagen, so weit frei von grob falschen Ansichten, ja, dass wir überhaupt eine Chance haben, auf Dharma-Praxis einzusteigen. Ja. Wenn ihr alle der Überzeugung wäret, dass also meinetwegen ein Leben
von materialistischen Vergnügungen das Einzige ist, was Sinn macht, dann weiß ich nicht, weshalb ihr heute hierher gekommen seid. Dann wäret ihr am falschen Platz und würde euch wirklich empfehlen, sorgt dafür, dass du die materiellen Vergnügungen beschaffst, weil du weißt nicht, wie lang das Leben ist. Weil der zweite Punkt, über den wir dann sprechen, wird trotzdem auch für dich gelten. Ja? Also anscheinend ist das nicht der Fall. Anscheinend sind wir der Überzeugung, dass es irgendwo etwas gibt, Fragen gibt, Möglichkeiten gibt, die wir so unter dem Namen spirituelle oder buddhistische Praxis fassen. Wir wissen vielleicht nicht genau, was es ist. Wir wissen es vielleicht nicht ganz genau, was wir denn eigentlich suchen und was denn Wahrheit ist. Aber irgendwie glauben wir, dass wir sowas finden können, selbst wir. Ja? Und dass möglicherweise Buddhismus eine Hilfe in dieser Richtung ist. Auch das ist ein besonders glücklicher Umstand, das ist etwas Ungewöhnliches. Es gibt genügend Leute, die leben in ähnlich guten sozialen, materiellen und sonstigen Bedingungen, sind ebenso wenig wie wir von Heimsuchungen geplagt, haben aber Ansichten, durch die sie sich selber daran hindern, überhaupt den Dharma zu üben oder sich mit existenziellen Fragen des Lebens auseinanderzusetzen. Und schließlich, das schließt eigentlich unmittelbar an dem letzten Punkt an, wir sind nicht so skeptisch oder zynisch, ja, dass wir denken würden, ach, all diese Geschichten, all diese tollen Sprüche, ja, egal ob buddhistischer, christlicher oder was für Art auch immer, das ist doch alles nur Opium fürs Volk, ja, kann man eigentlich überhaupt nicht ernst nehmen, sondern wir sind zumindest bereit, das tatsächlich zu überprüfen. Ja, so auf die Waagschale zu setzen und zu schauen. Wir glauben es vielleicht noch nicht ganz, wir haben vielleicht eine ganze Menge Zweifel, das ist auch völlig in Ordnung, ja, aber es ist aller Wahrscheinlichkeit nach eine ehrliche Bereitschaft da, diesen Fragen tatsächlich nachzugehen. Ja, auch hier, es gibt wieder eine ganze Menge Leute, die sagen, ja, wahrscheinlich ist da eine Menge dran am Buddhismus oder an anderen Religionen, aber jetzt erstmal das. Ja? Und ach, eigentlich, ich bin doch kein religiöser Mensch, das ist sicherlich für andere ganz gut oder vielleicht, wenn man alt genug ist, dann kann man das machen. Aber jetzt erstmal stehen andere Sachen an. Werden wir wahrscheinlich manchmal sogar auch ein Stück weit sagen. Ja, es gibt wahrscheinlich genug, wo wir noch immer sagen, ach, das kann ich auch morgen tun oder übermorgen oder überübermorgen. Und das überübermorgen kann man dann teilweise auch in Jahren rechnen. Ja, also, aber insgesamt können wir wahrscheinlich sagen, ja, doch, wir sind da schon bereit, uns auseinanderzusetzen und manchmal halt mehr und manchmal weniger. Und das alles gilt als sehr, sehr günstige Umstände, als sehr günstige Freiheiten. Wir haben Zeit. Der zweite Punkt. Aus dem ersten Gedanken. Ja, ihr merkt, das sind eine ganze Menge Unterpunkte sozusagen in den einzelnen Gedanken. Wir haben Zeit. Ein Punkt, den ich relativ kurz behandeln kann. Ich hatte es auch eben schon mal angesprochen. Es liegt letztlich an uns selber, wie wir unser Leben aufteilen. Zum Verdienen unseres Lebensunterhalts brauchen wir je nach Ansprüchen relativ wenig Zeit. Ja, es sind unsere Ansprüche, die unsere Zeit beschneiden. Es sind unsere Prioritäten, die unsere Zeit beschneiden. Aber zunächst mal, sozusagen von den objektiven Bedingungen her, ich rede jetzt im Augenblick nicht über die subjektive Zeit, weil da kommt noch die Frage, wie viel Lebenszeit bleibt mir noch und das weiß ich nicht. Ja, aber von den objektiven äußeren Bedingungen her ist sozusagen Zeitangebot zur Verfügung. Es liegt einfach an uns, wie weit wir es nutzen. Aber wir leben im Westen, und das ist sicherlich anders, als das in asiatischen Ländern der Fall war, auch unter einer Art Ökonomisierung von Zeit, die viele neue Probleme aufwirft. Ich gehe darauf im Einzelnen gar nicht ein. Nur ein Problem, vor dem wir uns wirklich hüten sollten, und ich denke, das ist ein Problem, das ganz viele von uns auch an den Buddhismus heranbringen, wir haben ein derartiges Zeitverständnis entwickelt, dass wir schnell Ergebnisse sehen wollen. Nur das lohnt sich sozusagen, unsere Zeit zu investieren. Wir wollen ja schließlich keine Zeit verschwenden und sie erst recht nicht totschlagen. Nur das lohnt sich, was schon morgen sozusagen sichtbare, fühlbare Ergebnisse bringt. Und vielleicht ist es in der spirituellen Praxis nicht so. Vielleicht gelingt das nicht immer. Ja? Also sicherlich ist es wichtig, dieses Gut von Zeit als sehr wertvoll zu nehmen.
aber sich zu hüten, dass wir nicht diesen ganzen Ökonomiezwang, den wir aus unserem sonstigen Denken mit reinbringen, auch hier herantragen und unsere sozusagen unsere spirituelle Übung, wenn wir sie denn machen, nach den gleichen Taktschlägen versuchen abzuhandeln, wie wir vielleicht in der Arbeit oder in anderen Lebensbereichen gelegentlich agieren. Ja, wo wir ganz ungeduldig werden, wenn ein Zug 2 Minuten zu spät kommt oder wenn wir im Stau stehen oder was es auch immer sein mag. Nun, von diesem Leben mit der Zeit und den vielen Möglichkeiten heißt es, es ist selten. Und selten ist es einmal, das hatte ich schon erwähnt, im Hinblick auf das, was wir um uns herum sehen können. Ja? Es ist, selbst wenn man es voraussetzt, dass wir Menschen sind, ist es ganz ungewöhnlich, dass wir Menschen sind, die mit so sehr mit Reichtümern materieller, sozialer, politischer, psychischer Art und so weiter gesegnet sind wie wir. Wir sind gewissermaßen in diesem Sinne die Könige auf diesem Planeten. Ja, mit relativ wenig anderen. Traditionell wird es darüber hinaus so gesehen, und das werden manche wahrscheinlich etwas schwierig finden, damit umzugehen, ist es auch dahingehend selten, dass es überhaupt etwas ganz Ungewöhnliches ist, als Mensch geboren zu werden. Und ich erwähne das im Augenblick nur so ein bisschen als Hintergrundinformation, etwas später gehe ich darauf noch mehr ein. Die buddhistische traditionelle Überzeugung ist, und ich denke, es spricht sehr, sehr vieles dafür, dass es Leben über eine Kontinuität von vielen Lebzeiten gibt. Und dass wir Menschen sind in diesem Leben, könnte auch ganz anders sein. Es gibt überhaupt keine Garantie, dass wir nicht irgendwann auch mal andere Lebewesen sind. Und Mensch zu sein gilt als besonders vorteilhaft. Und zwar einfach deshalb, ich erwähne das jetzt auch nur ganz kurz, weil wir eine Art Mischung von Wohlsein und Unwohlsein haben, die es relativ unwahrscheinlich macht, dass wir einfach uns auf unseren Lorbeeren ausruhen, obwohl wir kennen wahrscheinlich alle solche Phasen, wo wir das tun, eine Weile lang, aber irgendwann, bis dann haben wir dann sozusagen wieder ein bisschen Feuer unterm Hintern und wir kommen in Bewegung, weil das die Lorbeeren fangen an, sei es ein bisschen zu stinken oder ich weiß nicht, was die dann tun, ja, und wir kommen wieder in Bewegung, um nachzufragen, Mensch, was zählt denn eigentlich wirklich? Was ist denn tatsächlich wichtig? Und als Menschen haben wir eine besondere Chance, tatsächlich immer wieder die Fragen zu stellen, die uns dazu führen können, wirkliches Glück zu suchen. In den anderen Lebensformen, die es laut buddhistischer Überzeugung gibt, ist diese Chance teilweise fast null, teilweise ausgesprochen gering. Ich werde in dem ganzen Vortrag nicht viel über diese verschiedenen Lebensformen sagen, aber etwas mehr über diese ganze Thematik von Wiedergeburt sagen, weil sie ist, denke ich, essentiell innerhalb dieser Thematik der vier Gedanken. Also, als Mensch geboren zu werden, ist ungeheuer selten. Viele von euch kennen einen der klassischen Vergleiche, die dazu angeboten werden. Es ist so selten wie folgende Analogie. Eine Schildkröte lebt am tiefen Grund des Ozeans, mitten im Ozean, in dieser gewaltigen Wassermasse. Und es ist eine blinde Schildkröte. Und einmal alle 100 Jahre taucht diese blinde Schildkröte auf. Und auf der Oberfläche dieses gewaltigen Ozeans gibt es einen kleinen Ring, so ein kleines Joch, könnte man sagen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass diese blinde Schildkröte ihren Kopf genau durch dieses Joch steckt, wenn sie alle 100 Jahre mal auftaucht, so wahrscheinlich ist es, als Mensch geboren zu werden. Demgegenüber heißt es, Tiere gibt es mehr, als es Wassertropfen im Ozean gibt. Und die Wahrscheinlichkeit, als Tier geboren zu werden, ist viel, viel größer. Höllenwesen, ich sage jetzt nicht, was damit gemeint ist, sind so häufig wie, jetzt muss ich mal eben nachgucken, wie Staubkörner im ganzen Universum. Hungrige Geister, auch keine sehr glücklichen Geschöpfe, die ständig also davon getrieben sind, etwas haben zu wollen, was sie aber nie so kriegen, dass es sie wirklich zufriedenstellt. Von denen heißt es, die sind auch sehr häufig, nämlich so häufig wie Sandkörner im Gangesfluss. Götter, die gibt's auch, die sind oberflächlich gesehen relativ glücklich, obwohl sozusagen das Versprechen, was damit verbunden ist, nicht ganz eingehalten wird. Götter gibt es immerhin so viel wie Schneeflocken in einem gewaltigen Sturm. Menschen
sind nach diesem Vergleich so selten wie Sterne am Mittagshimmel. Also in diesem Sinne fordert der Gedanke uns auf, darüber nachzudenken, wie außergewöhnlich oder wie ungewöhnlich es ist, dass wir so leben können, wie wir leben können. Und es gilt als Vorteil, weil bisher als kostbar, bisher könnte man sagen, naja, schön und gut, ist halt so, aber macht doch nichts, das lebe ich halt ab und irgendwann ist es auch vorbei und was soll das Ganze? Ja? Warum ist es kostbar? Was sind die Vorteile davon? Und ich habe es schon andeutungsweise erwähnt. Der Vorteil ist, dass uns Menschen gewissermaßen eine Art produktiver innerer Unruhe eingebaut ist. Wir sind vom Begehren nach Glück getrieben. Das teilen wir mit allen anderen Lebewesen. Aber wir sind unglaublich schwer zufriedenzustellen. Da unterscheiden wir uns, zumindest von einzelnen Lebewesen, ja? Während andere vom Glück getrieben sind und immer nur Leiden erfahren. Wir erfahren ein ganzes Quantum an Glück, aber was wir eine Weile lang haben, werden wir irgendwann leid. Das, was uns gestern noch erfreut hat, finden wir heute nicht mehr so wahnsinnig interessant. Ich denke, jeder kennt diese Abnutzungseffekte. Ja, es gibt so dieses Gesetz einfach des abnehmenden Nutzens, ja, dass wir wirklich also auch im Hinblick auf unsere Befriedigung, auf unsere Freuden erfahren. Und was uns immer wieder danach fragen lässt, Mensch, könnte es nicht doch noch besser sein? Könnte es nicht doch noch anders sein? Und so kann man sein ganzes Leben lang versuchen, immer das bisschen Glück, was wir haben, noch ein Stückchen mehr zu verfeinern, bis man vielleicht irgendwann darauf gestoßen wird, dass man bisher immer in der falschen Richtung geguckt hat. Oder dass wir versuchen, unser Glück zu verfeinern, dort, wo wir eigentlich immer nur wieder die gleiche Erfahrung machen werden. Ja, es ist ganz gut, es ist ganz nett, aber so das Gelbe vom Ei ist es dann doch nicht. Und eine Erfahrung, die wir dann machen können, und darauf stößt uns eigentlich der Buddha, darauf stoßen uns die buddhistischen Lehrer, guck nicht so weit weg, sondern guck unmittelbar dorthin, wo du bist. Ja, manchmal wird das so ausgedrückt, guck auf den Boden und sieh, dass direkt vor deiner Nase gewissermaßen im Boden ein Schatz vergraben ist. Den hast du nie gesehen, du hast immer nach den Schätzen da draußen geguckt. Ja, egal, ob es die Freundin, der Freund, der Job, die Anerkennung oder was auch immer war, guck dahin. Da ist der größte Schatz, den du haben kannst. Oder guck rein, wenn du so willst, oder erleb tatsächlich das, was um dich herum da ist. Öffne dich wirklich für die Erfahrung jetzt und du wirst merken, was immer das ist, auch wenn das oberflächlich zunächst mal wehtut, da ist Glück. Da ist eine tiefe Zufriedenheit. Da ist alles da, was du hast, was du brauchst. Es ist alles wirklich da, in jedem Moment. Ein berühmter tibetischer Lehrer, der vor, ich glaube, ungefähr 10, 15 Jahren starb, Lama Yeshe, sagte, ihr, und das sagt er zu uns allen, ihr lebt wie Bettler in einem Verschlag und seid zutiefst von eurer Armut überzeugt. Ständig sucht ihr nach irgendwelchen Dingen. Dabei ist im Boden dieser unermessliche Schatz vergraben. Ihr müsst nur ein bisschen Schmutz wegkratzen. Und schon könnt ihr ihn finden. Nun, das ist natürlich jetzt ein Versprechen, das ihr erstmal ja, glauben könnt oder nicht glauben könnt. Das Leben gilt als kostbar, weil wir die Möglichkeit haben, dieses Leben zu nutzen, um diesen Schatz zu heben. Und wenn wir diesen Schatz gehoben haben, so heißt es, dann sind all unsere Sehnsüchte erfüllt, dann sind all unsere Fragen beantwortet, dann gibt es nichts mehr, was wir noch irgendwo anders suchen würden. Dann erlangen wir das, was man als Erleuchtung oder als Weisheit und Liebe oder wie auch immer bezeichnen kann. Es ist sozusagen unmittelbar da. Darauf komme ich später nochmal zurück und schließe diesen Punkt, diesen ersten Gedanken, der Kopf und Herz verdreht, mit einem Vergleich, der von Geshe Kelsang Gyatso stammt. Der sagt, wir alle besitzen ein Auto, oder also das kostbare Leben, das kostbare, seltene menschliche Leben mit seinen Zeiten und Möglichkeiten zu haben, das ist wie ein Auto zu besitzen. Dieses Auto funktioniert. Im Tank ist Benzin, wir haben einen gültigen Führerschein, wir trauen uns zu fahren, aber vielleicht wissen wir noch nicht, wohin. Kommen wir zum zweiten Punkt. Der hilft uns nicht unmittelbar, das Wohin zu klären, aber er wird uns hier ein bisschen näher führen. Vielleicht jetzt nur als Hinweis, diejenigen, die es wünschen, ich weiß nicht, ob ich genügend davon kopiert habe, ich habe so als Handout
Reflexionsanregungen für die einzelnen Punkte aufgeschrieben, die vielleicht manche von euch dann sinnvoll finden, mitzunehmen, um darüber noch ein bisschen weiter nachzudenken. Weil dieses ganze Thema ist nicht etwas, was man sich sozusagen mal einen Abend lang reinziehen soll und dann zum Dharma-Wissen in den Stapel legt, ja, sondern es funktioniert nur, wenn wir wirklich es einsinken lassen. Ja, wenn wir uns wirklich darauf einlassen. Also der zweite Punkt. Spiel mir das Lied vom Tod. Heute, am 25. Februar 2005, sterben ungefähr 142.000 Menschen auf der Welt. 33.000 davon, grob gesehen, in den Industrieländern, 109.000 in den sogenannten Entwicklungsländern. In Deutschland sterben heute oder sind gestorben ungefähr 2.400 Leute. In Essen ungefähr 15, da gibt es natürlich mal je nach Tagesform Unterschiede. In dieser Straße, ich weiß es nicht. In diesem Zentrum, ich weiß es nicht. Ich vermute, wir alle sind mit der Erwartung hierher gekommen, dass wir auch heil wieder nach Hause kommen oder wo immer wir danach zurück wollen. Das kann so sein, das muss aber nicht so sein. Wir wissen es nicht. Aber wir können zumindest sagen, bisher sind wir die Überlebenden und wir genießen, wie Überlebende das tun, die Überlebernachrichten. Ja, wir in den Medien erfahren wir davon, wie viele Menschen in dieser oder jener Weise umgekommen sind, ob durch Kriege, Naturkatastrophen, im Urlaub, bei Unfällen, ermordet, Gewaltanwendung, Krankheit, was auch immer. Wir erfahren das, wir lesen das, wir sagen manchmal schrecklich, ja, und wir leben weiter. Und selten, zumindest spreche ich für mich da, selten der Gedanke, das hätte auch ich sein können. Ich kam zufällig in diesem, beziehungsweise im letzten Jahr, an dem genau dem Tag in Penang in Malaysia an dem dort am Morgen die Flutwelle, zugeschlagen oder angekommen war. Ja? Und in Penang gab es nur 60 Tote. Und sowohl in meinem eigenen Erleben, wie auch im Erleben der meisten Leute, mit denen ich zu tun habe, fand ich es erschütternd, einfach zu sehen, wie leicht wir zur Tagesordnung gewinnen, vielleicht um es mal so zu nennen. Nicht, dass es falsch wäre und es ist auch gut und wichtig zu helfen, ja, und doch, wann berührt es uns wirklich? Menschen sterben also bei Unfällen, bei Katastrophen, im Krieg, nach Krankheiten, in verschiedensten Altersphasen. Die Tibeter haben eine Liste dafür vorbereitet und Tibeter sind besondere Experten, sagt man, in Richtung auf Tod. Ja, die tibetische Liste sagt, es ist ganz wichtig, das gut einzuprägen, das sind die Todesalter, als Embryo, bei der Geburt, als Säugling kann man sterben, im Kleinkindalter kann man sterben, als Schulkind kann man sterben, als junger Erwachsener kann man, aber als Jugendlicher kann man sterben, als junger Erwachsener, als mittlerer Erwachsener, als älterer Erwachsener, als alter Mensch, als Greis. Dem Tod ist jeder Zeitpunkt recht. Wir gehen sicherlich davon aus, weiter zu leben. 75% der US-Bürger sterben in Altenheimen oder in Krankenhäusern. Das heißt in Institutionen, in denen der Tod als Feind betrachtet. Kann man zumindest für die meisten dieser Institutionen sagen. Und der Tod wird als Feind betrachtet in einem ganz starken Ausmaß in unserer Gesellschaft. Ich wurde vor einigen Jahren als HIV-positiv diagnostiziert. Meine eigene Reaktion auch, wie auch die Reaktion meiner Freunde, war darauf, ach, du hast ja noch 20 Jahre auf jeden Fall. Hier, schnell weg. Kann so sein, kann auch anders sein. Wer weiß. In dieser Woche war ich beim Hautarzt. Und beim Hautarzt war ich, weil ich gewisse Alterserscheinungen auf meiner Haut habe. Man spricht von Alterswarzen und Altersekzemen. Und die haben mich ziemlich geplagt in der letzten Zeit. Die scheinen mich also gerade so in der Winterzeit zu plagen. Ich hoffe, dass das okay ist, dass ich so ein bisschen sozusagen über das Eingemachte rede. Ja, ich weiß, ob manche von euch ist das wahrscheinlich eher Theorie. Ihr seid noch so schön jung, war ich auch mal. Ja,
Also ich war da beim Hautarzt und der erklärte mir also auch, wie das so mit Alter und dem Austrocknen der Haut zu tun hat und so weiter. Und dass es da gewisse Risiken und gewisse Gefahren gibt, aber natürlich, dass man das auch alles gut wegmachen kann. Ja, keine weitere Sorge. Es könnte zwar vielleicht auch dies sein oder so, das wäre dann ein bisschen kritischer, aber das kriegen wir schon in den Griff. Und um mich herum in dieser Praxis, die eine relativ große Praxis war, lauter Plakate, die es versprechen, wie wir diese Falten wegkriegen und wie wir jene kleinen Schönheitsoperationen machen können und was auf diese Weise hilft, die Haut jung, straff und elastisch und attraktiv zu halten und. Ihr kennt das alle auch und wir wissen, denke ich, auch alle, welche unglaublichen Geldmengen wir da reinpumpen, jung zu bleiben, attraktiv zu bleiben und selber vorzumachen, dass es doch alles noch nicht so schlimm ist. Aber wir werden älter. Aber okay, wir werden älter, das wissen wir. Immerhin, wir überleben noch. Ja, von daher ist doch ganz gut. Ich bin selbst ziemlich verstockt, scheint mir. Vor über 30 Jahren hatte ich eine meiner ersten direkten Begegnungen mit dem Tod. Ich habe eigentlich, man könnte eigentlich sagen, ich war gesegnet in meinem Leben, wo zumindest hätte gesegnet sein können, wenn ich es kapiert hätte, weil ich eine Reihe von Erfahrungen hatte, wo ich dem Tod sehr nahe war. Und eine dieser Erfahrungen war in Griechenland, ich glaube, einzelne von euch kennen die Geschichte, wo ich eine Art Riff oder eine Art Felswand hochkraxelte, nur barfuß, und überhaupt nicht also mit geeigneter Kleidung. Und ich kraxelte da also so munter hoch und hatte auch so ein bisschen Gepäck noch dabei und war alleine und guckte dann irgendwann nach unten, weil ich nach oben nicht so ohne weiteres weiterkam. Da guckte ich dann das erste Mal nach unten und dachte, nee, da gehe ich nicht wieder runter. Ja, das sah sehr erschreckend und sah sehr fürchterlich aus. Und dann hing ich da, schlotternd eine ganze Weile lang, an dieser Felswand. Und war mir sehr, sehr klar, dass es äußerst ungewiss war, ob ich jemals da hochkommen würde. Dass ich runterkommen würde, war klar. Ja, es war einfach nur die Frage, wie lange ich sozusagen mich festhalten würde. Weil runtersteigen würde ich auch nicht. Das war auch klar. Also die Frage, komme ich da hoch oder nicht? Und dann hing ich da eine Weile lang und zitterte und bangte. Und irgendwann war ein ganz starkes Gefühl, ist okay, das ist in Ordnung. Vielleicht stirbst du nicht. Und dann kletterte ich weiter und kam tatsächlich hoch. Und bis vor relativ kurzer Zeit dachte ich, Mensch, da habe ich wirklich eine Lektion gelernt. Weil irgendwo war da angekommen, ja, ich werde sterben. Aber wie gesagt, da ich ziemlich verstockt bin, brauche ich noch Zusatzlektionen. Und eine Lektion hatte ich, als ich eine kleine Geschichte las, die erstaunlich ähnlich ist. Die kommt aus Tibet. Da wird es vorgeschlagen, stell dir vor, du stündest auf einem nur 1 Zentimeter breiten Riff. Deine Zehen finden dort gerade eben Halt. Und so ähnlich war das, wie ich also so da in Griechenland an der Wand stehe. Und stell dir vor, dass deine Hände 2 Grasbüschel halten. Ja, die sind ausgestreckt und halten diese beiden Grasbüttel. Unter dir, wenn du da runterschaust, gibt es im tiefen, tiefen Abgrund einen reißenden Fluss. Ja, und du weißt, der einzige Weg runter ist Fall. Und so hängst du da oder stehst da auf deinen Zehenspitzen und das schneidet sich ja so auch ein. Und du hältst diese beiden Grasbüschel. Und diese beiden Grasbüschel stehen für die Stärke deiner Lebenskraft. Und für deine Lebensspanne. Und es gibt noch jemanden. 2 Ratten. Die eine Ratte knabbert oder nagt am einen Grasbüschel. Die andere Ratte nagt am anderen Grasbüschel. Und Halm für Halm nagen sie das ab. Das Prinzip der Vergänglichkeit. Und so sagen die Tibeter, ist das Leben. Das ist das Leben. Es ist eine Leihgabe und du weißt nicht, wann du sie zurückgeben musst. Und was mir klar wurde, als ich das las, ich hatte damals diese Erfahrung in Griechenland und irgendwie, auf einer gewissen Ebene zumindest, war es angekommen, dass ich sterben werde. Aber als ich da wieder rauskam, war sozusagen auch, dann habe ich ja die 60 Jahre noch vor mir. Das war völlig selbstverständlich, ja, dass ich sozusagen wieder die gleiche Zeit
ja, die ich damals ausrechnete, noch zu haben. Ich bin immer der Überzeugung gewesen, dass ich über 80 werden würde, ja, dass ich diese Zeit noch haben würde. Da war kein bisschen weggekommen. Die Möglichkeit, dass ich morgen schon wieder in einer ganz ähnlichen Situation sein könnte, aber dass das vielleicht die letzte sein könnte, ist intellektuell mir auch damals klar gewesen. Aber im Herzen ist es nicht angekommen. Und ich glaube, so geht es uns häufig. Ja, es geht bei all diesen Gedanken nicht darum, dass wir glauben sollten, morgen zu sterben, sondern nur, dass wir diese Realität, dass das möglich ist, dass wir das wirklich annehmen. Und dass es absolut keine Gewissheit gibt, absolut keine Gewissheit, ob wir heute heil nach Hause kommen oder wann auch immer die Ratten ihr Werk an uns verrichtet haben werden oder an unserem Grasbüschel. Also zum einen ist der Tod unvermeidlich. Ich glaube, darüber habe ich genug gesagt. Zum anderen ist der Zeitpunkt des Todes ungewiss. Er kann jederzeit eintreten. Nun, wenn wir die Realität des Todes annehmen, wenn wir uns wirklich damit auseinandersetzen, wie es ist, zum Beispiel älter zu werden, ja, auseinandersetzen, wenn wir mal krank sind, ja, dass das ein Hinweis darauf ist, eine Möglichkeit, unseren Glauben an die Beständigkeit, an unsere Solidität loszulassen, da etwas anzunehmen, eine Lehre übers Leben anzunehmen, dass Krankheit kein Feind ist, dass Tod kein Feind ist, dass Verlust kein Feind ist. Wenn wir uns mit diesen Fragen auseinandersetzen, wenn wir die wirklich annehmen, statt zu warten, bis der Schmerz so groß geworden ist, dass wir überhaupt nichts anderes mehr denken können, als nur den Schmerz wegzuwünschen, dann können wir eine andere Erfahrung machen, die ein Stück weiter uns klar macht, weshalb das Leben kostbar ist. Wir erfahren nämlich etwas darüber, wer oder was das eigentlich ist, von dem wir glauben, dass er oder es geboren wird und stirbt. Wir merken, wenn wir tatsächlich unsere Erfahrung anschauen, wenn wir uns mit dem Schmerz, was immer das sein mag, oder mit dem Moment, den wir erleben, auseinandersetzen, beziehungsweise wenn wir das wirklich zu spüren versuchen, dass eigentlich das, was uns so wichtig ist und wovon wir wollen, dass es nicht stirbt, dass das eine reine Fiktion ist. Das gibt es gar nicht. Wir finden da niemanden, der sterben könnte. Wir finden auch niemanden, der geboren ist. Wir finden eigentlich nur einen Fluss ständig wechselnder Ereignisse. Einen Fluss von Geschehen. Und es ist nur in unserer Identifikation, unser Festhalten an bestimmten Inhalten, die wir dann Hoffnungen oder Überzeugungen oder Wünsche oder Befürchtungen oder was auch immer nennen, es ist unser Festhalten daran, was uns suggeriert, dass es da jemanden gibt, der all diese Erfahrungen hätte. Und weil wir beginnen, an diesen jemanden zu glauben, das haben wir natürlich schon sehr, sehr früh getan, und es wird auch permanent auf verschiedene Weise verstärkt, denken wir, da hätten wir auch was zu verlieren, wenn dann eines Tages der Zeitpunkt des Todes kommt, wann immer das sein mag. Aber wenn wir abwarten, ja, wenn wir sozusagen unser Einlassen darauf weiter und weiter verschieben, dann wird wahrscheinlich irgendwann es so sein, wie es so vielen Leuten geht, dass der Tod dann tatsächlich kommt und wir versuchen noch bis zum Letzten verzweifelt dagegen anzukämpfen, es zu verdrängen, uns nicht einzulassen und werden es ungeheuer schwierig finden, auch diese Erfahrung der Veränderung zu machen, die wir aller Wahrscheinlichkeit, zumindest nach buddhistischer Überzeugung, schon millionenfach gemacht haben. Und sie wird uns wieder in ein Chaos, wieder in eine Panik schleudern, die wieder zu irgendeiner neuen Lebensform führt, zu irgendeinem Dasein, was möglicherweise ein Dasein als Mensch ist, wenn wir denn durch das kleine Loch in diesem kleinen Ring kommen, ja, oder möglicherweise auch ganz anders. Der Tod, so heißt es, kann ein perfekter Lehrer sein. Manche von uns suchen nach dem perfekten, nach dem vollkommenen menschlichen Lehrer oder nach der super und optimalen Methode, die genau auf uns passt. Und manche suchen ihr Leben lang. Im Grunde ist auch dieser perfekte Lehrer, dieser vollkommene Lehrer ständig da. Es ist die Erfahrung des Momentes, die Erfahrung des Augenblicks. Wenn wir uns nur darauf einlassen,
Jemand sagte zu einem, kam zu einem Zen-Meister und sagte, Roshi, ich würde gerne bei Ihnen Dharma üben. Und der Roshi, dieser Zen-Meister, schaute den Besucher, diesen möglichen zukünftigen Schüler an und sagte, okay, bist du bereit zu sterben? Darauf sagte der Besucher, nein, ich bin nicht bereit zu sterben, ich wollte bei Ihnen Dharma üben. Und sagt der Roshi, dann warte, geh nach Hause und wenn du bereit bist, dich ganz und gar einzulassen, dann komm wieder. Nur wer bereit ist zu sterben, ist auch bereit zu leben. Tod und Leben sind nur zwei Facetten, ein und der gleichen Sache. Dritter Gedanke, die Kopf und Herz verdrehen. Wer nicht hören will, muss fühlen. Oder es gibt verschiedene Optionen. Die meisten Optionen sind unbefriedigend. Ich sagte schon, das Grundmotiv unseres Lebens wahrscheinlich wie aller Lebensformen ist es, Glück zu suchen. Glück zu suchen oder Schmerz zu vermeiden. Und wir stellen alles Mögliche an in unserem Leben, um glücklicher zu sein. Ja, und so wie ich für mich selber sagte, wenn irgendjemand von euch mich von der Glückspille überzeugen kann, dann lieber als all diese Anstrengungen, wie Vorträge vorzubereiten oder sonst irgendwelche Dinge, ja, gebt mir die fantastische Blisspille. Toll. Aber scheint irgendwie nicht zu klappen. Ja? Sind kurzfristige Freuden, kurzfristige Versprechungen und die sind auch gar nicht so schlecht. Ja? Aber irgendwann kommt dann immer wieder der Punkt, wo wir denken, tja, und jetzt müsste was anderes passieren. Das nennt man Samsara. Samsara wurde bezeichnet, es ist die Neigung, Fehler zu suchen. Ich glaube, wir alle kennen die ziemlich gut. Ja, wir sind wahnsinnig gut daran, Fehler zu suchen und Fehler anzukreiden. Samsara ist die Neigung, Fehler zu suchen. Der dritte Punkt, der dritte Gedanke, fordert uns auf, über Samsara uns nichts vorzumachen. Denn wenn wir Fehler suchen, sind wir primär gefangen in unseren eigenen Vorstellungen, in unseren eigenen Begierden, in unseren eigenen Abneigungen. Ja, es geht praktisch alles von dem, was wir sein wollen, wie wir gesehen sein wollen und so weiter aus. Das ist das, was uns anderen dann irgendwas ankreiden lässt. Samsara ist eine eingefleischte Gewohnheit, zwischen mir selbst und anderen einen Unterschied zu machen. Und solange ich diesen Unterschied mache, solange ich glaube, hier bin ich und da seid ihr alle und ihr seid ganz anders und jeder von euch so oder so oder so, solange stecke ich tief in Samsara drin. Und ich kann das wirklich aus eigener Erfahrung gut sagen, weil ich stecke da tief drin. Ja? Immer wieder diese Erfahrung, hier urteilen, da was zu bemäkeln haben oder was es auch immer sein mag. Der Buddha sagte, der historische Buddha sagte, Bhikkhus, damit meint er Leute, die ihr praktiziert, ja? Bhikkhus, wo es Gedanken gibt, ich bin, wo es den Gedanken gibt, ich bin, dort entstehen auch die folgenden Gedanken. Ich bin in dieser Welt. Ich bin so. Ich bin anders. Ich bin nicht ewig oder ich bin ewig. Sollte ich sein? Sollte ich in dieser Welt sein? Sollte ich so sein? Sollte ich vielleicht anders sein? Möge ich sein? Möge ich nicht sein? Möge ich in dieser Welt sein? Möge ich so sein? Möge ich anders sein? Ich werde sein. Ich werde so sein. Ich werde anders sein. Dies, Bhikkhus, sind die 18 Gedanken, sagt er, die von einem das innere selbst betreffenden Begehren verhext sind. Der Gedanke, ich bin, ist ein Hexengedanke, wenn man so will. Und buddhistische Meditation, buddhistische Praxis zielt zu einem großen Teil darauf, diesen Gedanken, ja, den wir permanent wiederholen, ja, den wir uns immer wieder einreden und den wir natürlich von anderen auch ständig bestätigt haben wollen, diesen Gedanken den Boden zu entziehen, ja, diesen Gedanken zu untergraben, sodass wir ihn nicht mehr aufrechterhalten können. Solange ich glaube, dass ich bin, solange werde ich dieses Ich auch erhalten wollen und es beginnen diese ganzen Anstrengungen, Mühseligkeiten, dies zu erhalten, auch über den Tod hinaus und all der Kampf dagegen, all der Kampf gegen jede Bedrohung und so weiter. In der buddhistischen Tradition gibt es viele Arten, wie Samsara beschrieben oder umschrieben wird. Als Leiden,
als die sechs Existenzbereiche und so weiter. Ich will da im Einzelnen gar nicht drauf eingehen, weil manches davon habe ich schon angesprochen. Ja? Vielleicht nur noch einmal zur Erinnerung. Was immer wir, solange wir diesem Gedanken Ich Bin verhaftet sind, erfahren, ist entweder eine kurzzeitige Freude, relativ viel Leiden und eine häufige Angst, dass es irgendwann mal schiefgehen könnte. Es ist ein Unbehagen da, dass irgendwann dieses kostbare Ich sich nicht mehr erhalten kann, ja, dass wir es aufgeben müssen, das ist schmerzhaft, das tut weh, das wollen wir nicht. Leiden gehört einfach dazu, zu glauben, ein Ich zu haben, ein Ich zu sein. Unser Leben wird wahrscheinlich normalerweise zwischen relativ guten Erfahrungen, wo wir denken, ist alles in Ordnung und ja, wenn es so wäre, dann möchte ich auch immer weitermachen, bestimmt sind, und anderen Erfahrungen, wo wir denken, also wenn das so ist, dann möchte ich am liebsten, dass es gleich mit mir zu Ende ist oder das soll alles vorbei sein. Wir schwanken zwischen Himmel und Hölle. Manchmal ist es gar nicht so leicht rauszufinden, was was ist. Da gibt es die Geschichte von einem Mann, der gestorben ist. Und er kommt in ein wunderschönes Reich. Eine wunderschöne Umgebung, ein Palast, ja, lauter Glanz, lauter Licht, es ist alles, alles wunderbar, eine Götterwelt offenbar. Da kommt er hin und sieht das und denkt, toll, boah, so hätte ich mir das nicht vorgestellt. Das ist ja schön. Und das, boah, und nachdem ich noch so gegen den Tod angekämpft habe, also, boah, hätte ich das nur gewusst. Wahnsinn. Aber es wäre schön, irgendwo muss ich ja wohnen. Ja, ja, und schon, also er hat kaum diesen Gedanken, dass ein wunderschönes Haus tut sich vor ihm auf, fantastisch eingerichtet, neuester Designerstil, all das, genau was er will, ja, mit genau den Bildern und einer super Einrichtung. Ah, Mensch. Also, und ich habe so gerackert und so gearbeitet, um mein kleines Eigenheim zu finanzieren. Und jetzt dies. Also, da sitzt er da in dem Haus oder steht in dem Haus, er geht noch durch die Räume und denkt, Mensch, ich habe ja ein bisschen Hunger. Und schon schieben sich zwei Wände zur Seite und wie in einem Schlaraffenland ist ein wunderbares Buffet vorbereitet. Und er kann sich nach Herzenslust bedienen an all den Weinen und Getränken und Leckereien, die, nach denen das Herz nur begehrt. Und es ist also fantastisch. Er weiß gar nicht ein noch aus vor lauter Freude und Glück, ja, in was für einer wahnsinnig tollen Umgebung er doch gelandet ist. Und denkt, Mensch, das ist echt klasse. Ja, jetzt noch eine Frau. Ja? Und, na, ist ja klar, ja, sofort. Ja, die Traumprinzessin, was immer er sich je vorstellen konnte, auch sie ist da und sie verbringen die nächsten Wochen und Monate in höchster Lust und Wonne und tun all das, was er sich nie gewagt hat und es ist einfach wunderbar und sie sieht nicht nur toll aus, sie ist auch intelligent, er kann auch mit ihr reden und sie redet auch nicht zu viel. Ja, es ist sozusagen, ja, alles genau wie er sich so seine Traumpartnerin immer vorgestellt hat. Und ich kann das leider aus Frauen sich so schlecht sagen, das könnte er natürlich auch umkehren, könnte ja auch eine Frau gewesen sein. Naja, und sie sind dann also so weiter zusammen und ja, leben so und genießen das und es ist wunderbar. Und so gehen Tag aus, Tag ein, so gehen die Tage und Wochen und nach ein paar Monaten denkt er, irgendwann kommt so ein Gedanke und denkt, tja, es ist wirklich toll hier, es ist super. Aber irgendwo fühle ich mich doch so, wie ich mich immer gefühlt habe. Ja, natürlich, es stimmt nicht, es ist irgendwo alles anders, weil jeder Wunsch wird gleich erfüllt. Aber irgendwas fehlt, also irgendwie, ich weiß nicht recht, was könnte das denn sein? Also, ja, und das könnte ja auch alles vorbeigehen. Ja, das wäre ja gar nicht toll. Also, ja, ob ich vielleicht so irgendwie an all diesen Sachen ein bisschen zu sehr anhafte? Könnte das sein? Also, ich traue dem ganzen Braten nicht. Also, vielleicht sollte ich doch da mal aufpassen und irgendwie nach was anderem suchen. Und er macht sich so ein paar Tage Gedanken und wird so richtig sorgenvoll.
Und dann geht er, sagt, ich weiß jetzt. Und dann geht er zu dem Direktorium, ins Direktionsbüro von dieser fantastischen Anlage, wo er sich da befindet, und verlangt halt, den Chef zu sprechen. Ja, und der Chef ist auch da, und er geht zu ihm und sagt, also, es ist mir ein bisschen unangenehm, es ist mir wirklich, wirklich etwas peinlich. Also, ich möchte nicht undankbar erscheinen, ganz bestimmt nicht. Also, ich finde das toll hier, ich finde das super toll hier, ich finde das echt klasse. Ja, aber ich glaube, entschuldigen Sie bitte, wirklich, wirklich, ich glaube, ich möchte doch lieber in die Hölle, als im Paradies zu sein. Und darauf schaut der Chef des Hauses auf und schaut ihn aus etwas kalt wirkenden, stahlblauen Augen mit einem feinen, spöttischen Lächeln an und sagt, ja, was glauben Sie denn, wo Sie sind? Ja? Und ich denke, so geht es uns, wenn es uns gut geht. Ja? Wir wissen nicht, so drückt es der Buddha an einer anderen Stelle aus, wir wissen nicht, dass unser Turban brennt. Wenn wir das sehen würden, wenn wir das wüssten, würden wir anders antworten. Wie gesagt, Samsara, und das merkt ihr vielleicht daran auch, Samsara, was so häufig als Leidenswelt auch übersetzt wird, und was so dem Buddhismus zumindest in der Vergangenheit so den Vorwurf eingetragen hat, so mit der Betonung des Leidens sind die Buddhisten alle so ein bisschen sauertöpfisch und machen einfach das Gute runter. Samsara kann sich toll anfühlen. Ja? Das ist das Fiese, wenn man so will. Und es ist das Fiese nicht zuletzt gerade für Leute, die spirituell praktizieren. Weil aller Wahrscheinlichkeit nach, wenn wir anfangen, Dharma zu üben, wird es uns in vieler Hinsicht besser und besser zu gehen. Besser und besser gehen. Das heißt, wir werden uns ganz schlicht wohler und wohler fühlen und viele der Dinge, die uns vielleicht zum Dharma gebracht haben, scheinen sich erledigt zu haben. Und das lässt uns glauben, ja, es funktioniert, ja. Und vielleicht schafft das auch so eine gewisse Selbstgefälligkeit, eine gewisse Selbstzufriedenheit, die so allmählich an der Motivation nagt, weiterzugehen. Weil man kann sich herrlich einrichten. Ja, egal, ob man einen buddhistischen Namen trägt oder ob man, wie auch immer, ja, in einer spirituellen Nische verschwindet. Das kann man. Das ist unwahrscheinlich leicht zu tun. Und auch ein Sangha schützt davor keinesfalls. So, oder zumindest nicht das, was wir normalerweise glauben, was Sangha ist. Wir haben allen Grund aufzupassen und immer wieder nachzufragen, ob wir uns nicht selber was vormachen. Es ist toll, dass es sowas wie Sangha gibt. Es ist toll, dass es so etwas wie Zentren gibt und so weiter. Aber es ist keine Garantie, dass wir nicht einfach in einer Sackgasse geraten, indem wir uns nur genauso bequem machen, genauso einrichten, wie andere sich in einer Disco einrichten oder ich weiß nicht. Der dritte Gedanke also, in dem es darum geht zu überprüfen, dass Samsara nicht wirklich befriedigend ist, er fordert uns eigentlich vor allen Dingen auf, uns unserem Schmerz, wenn er denn eintritt, wie auch unserem Glück, direkt zu stellen und uns damit nicht zu identifizieren, es zu erleben, es wirklich wahrzunehmen, es zu spüren und tiefer zu gehen. Tiefer und tiefer zu gehen in dem Wissen, dass das alles ein ständiges Fließen, eine ständige Veränderung gibt. Dass auch das, was wir sind, nichts als eine ständige Veränderung ist. Etwas, was kommt und geht. Dass all unsere Gedanken über mich selber oder andere eine bloße Fiktion sind. Und wenn wir das erkennen, in dem Ausmaß, wie wir das erkennen, finden wir auch den Ausweg aus diesem Zwangsrad, aus diesem Hamsterrad, in dem wir treten, das uns möglicherweise von einem Zustand oder einem Leben in das nächste übert. Dann können wir auch so tief blicken, dass wir aus dem Samsara gewissermaßen abspringen können. Wir haben diese Chance, wir sollten sie nutzen. Und darum geht es im vierten Punkt, der traditionell genannt wird,
die Erwägung von Karma oder Bedenken von Karma. Anders gesagt, wir können, aber wir müssen auch wählen. Was immer wir tun, damit entscheiden wir, was wir werden. Karma ist gewissermaßen die Art, wie wir uns selber machen, wie wir uns schaffen. Manchmal denken Leute, man hat ein Karma. Ich denke, es ist viel, viel besser zu sagen, ich bin ein Karma. Ja? In dem Ausmaß, wie ich bin, jetzt nicht als festes, fixiertes Ding sozusagen, ja, bin ich in einem hohen Grad ganz bestimmte Tendenzen, Neigungen, ein Bündel von Gewohnheiten, ein Bündel von Impulsen, ja, das mich in diese oder jene Richtung drängt. Aber durch ein gewisses Quantum an Selbstgewahrsein, das wir erweitern können, haben wir auch diese Möglichkeit, dieses Bündel zu lenken und es irgendwann aus einem Zwangsvorgehen rauszubringen, sozusagen die Zwanghaftigkeit darin selber aufzulösen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, uns etwas mehr zu fragen, was Karma denn eigentlich heißt. Wörtlich heißt das Wort sowas wie Handeln. Und was damit gemeint ist, ist absichtliches Handeln oder willentliches Handeln. Willentliches Handeln produziert Folgen. Folgen, die auf uns selber zurückwirken, Folgen natürlich auch für andere. Und je mehr mir das bewusst ist, in dem Ausmaß, wie das Handeln, das ich wähle, mir bewusst ist, desto stärker sind die Folgen. Die können positiv oder negativ sein. Als positive Folgen heißt es, treten ein, wenn mein Handeln der Realität entspricht. Die Realität ist, dass es einen Unterschied zwischen mir und dir letztlich überhaupt nicht gibt. In dem Ausmaß, wie ich andere, in Anführungsstrichen, als genauso wichtig nehme wie mich selber, ja, um das Wohl anderer im gleichen Maß besorgt bin wie um das eigene, in diesem Ausmaß produziere ich oder werde ich positives Karma. In dem Ausmaß, in dem ich die Trennung aufrechterhalte, andere wegstoße oder sie mir einverleiben will, egal ob andere Menschen, Gedanken, Ideologien, Materie oder was auch immer, das heißt in dem Ausmaß, in dem ich also einfach diese Pseudo, diese Illusion, dass es da einen Unterschied zwischen mir und anderen gibt, aufrechterhalte, in diesem Ausmaß produziere oder werde ich negatives Karma. Ja? In diesem Ausmaß könnte man anders sagen, verändere ich jeweils den gesamten Strom, man spricht in der buddhistischen Tradition vom Bewusstseinsstrom, den gesamten Impetus und die Schubkraft und die Richtung dessen, was in dieser Existenz Dhammaloka ist, das Lebewesen, als dass ich mich identifiziere, weil ich halt verblendet bin. Ja? Und ich modifiziere sozusagen diese Schubkraft, die ihr auch Dhammaloka nennen würdet, in einer eher negativen oder in einer eher positiven Richtung. Und in dem Ausmaß, in dem ich mich bewusster werde, finde ich mehr und mehr Möglichkeiten, diese Richtung zu bestimmen und zu verändern und auf diese Weise positives Karma zu schaffen. Das heißt, sämtliche Eindrücke, sämtliche Erfahrungen, die wir machen, ja, sämtliche Ideen, sämtliche Handlungen und so weiter, die wir haben, prägen sich gewissermaßen, wenn man so will, diesem Strom, der wir sind, ein. Und das tun die auf einer sehr, sehr tiefen Ebene. Das tun die auf einer Ebene, die unterhalb dessen liegt, was uns normalerweise bewusst ist. Dadurch kommt es dann gelegentlich zu Eruptionen vielleicht, die uns gewissermaßen überrollen. Wir werden überschwemmt von gewissen Neigungen, von Wünschen, von Befürchtungen, von Ablehnungen und so weiter, wo vielleicht unser relativ schwaches Ich, das so etwas wie die Spitze des Eisbergs ist, unser relativ schwaches Bewusstsein, mehr oder weniger überrollt wird. Ja? Also in uns wirken gewaltige Kräfte, die nach buddhistischer Überzeugung über Jahrmillionen angehäuft sind oder sich angesammelt haben. Nun heißt es, und das bringt uns nochmal zum Thema Tod für eine kurze Zeit zurück, dass der Tod selber eine ganz besonders günstige Gelegenheit ist, diese, wenn man so will, diese Zwanghaftigkeit der Bewegung aufzubrechen, aufzulösen. Weil im Todeszeitpunkt und unmittelbar nach dem Tod, so sagt die buddhistische Tradition, löst sich dieses Bewusstseinskontinuum von seiner materiellen Gestalt, vom Körper. Ja? Und wir sind auf der einen Seite völlig
in Panik, weil etwas Ungeheures passiert. Wir haben uns derartig, wenn vor allen Dingen, wenn wir uns nicht vorbereitet haben, mit unserem Körper identifiziert, dass wir das als ganz schrecklich erleben, dass wir da sterben. Je besser wir vorbereitet sind, durch Dharma-Praxis zum Beispiel, desto leichter werden wir es finden, den Körper loszulassen. Wir sind aber gleichzeitig hellwach. So wach, könnt ihr euch wahrscheinlich vorstellen, wie wir im bisherigen Leben eigentlich auch immer nur dann sind, wenn wir uns plötzlich bedroht fühlen. Ja? Was immer uns also im Alltag bedroht, normalerweise, ja, wir richten uns auf, wir sind sofort da, wir sind präsent, wir gucken, ja, wir sind darauf aus, das wirklich anzugehen. Und im Tod ist das nochmal ganz gewaltig gesteigert. Und das gibt die Chance. Und es hängt dann sehr, sehr stark von unserer Vorbereitung ab, ob wir diese Chance nutzen können, genau dann eine Wahl zu treffen, die in Richtung völliger Befreiung führt. Wenn wir nicht gut vorbereitet sind, wenn die Identifikation mit dem Ich noch sehr groß ist, mit dem Bewusstseinsstrom, wenn wir glauben, das ist alles ganz schrecklich, dann werden wir in Panik eine nächste Verkörperung suchen, wie immer die sein mag. Und zwar die, die am besten sozusagen zu unseren ganzen Impulsen, zu unseren unbearbeiteten, weitgehend unbewussten karmischen Neigungen passt. Das ist etwas, womit viele Leute im Westen sich schwer tun. Es gibt zwar viele, viele Berichte über angebliche Wiedergeburtserfahrung, weil die Thematik ist natürlich hier, hier geht es um dieses Phänomen der Wiedergeburt. Und ich denke, die meisten buddhistischen Lehrer, die meisten, würde ich sagen, als groß oder bedeutend geltenden buddhistischen Lehrer sagen, ja, Wiedergeburt in diesem Sinne ist eine Realität. Da gibt's nichts drumherum. Ja? Viele Leute im Westen versuchen das irgendwo sozusagen wegzuschieben. Ja, und wenn wir dann manchmal von den Existenzbereichen, also zum Beispiel von hungrigen Geistern oder Höllenwelten oder was auch immer reden, sagen wir, ja, das sind sozusagen Bilder für psychische Zustände, die kann jeder auch mal erfahren. Manchmal fühlen wir uns halt wie von Dämonen gepeinigt oder ganz hungrig, aber das darf man nicht also als echt nehmen, das ist nicht so gemeint, das ist nicht objektiv. Ich vermute, in so einer Argumentation sind ziemliche Verdrängungsmechanismen mit wirksam. Man kann das so betrachten. Ja? Ich hab das auch lange Zeit also bei Weitem vorgezogen und es gibt noch immer einen Teil von mir, der denkt immer noch, na, aber das kann doch nicht so sein. Also so platt, wie die das manchmal beschreiben, ist das doch wirklich nicht und so weiter. Ist es ja vielleicht auch nicht. Aber ich denke, was dahinter steht, und das ist ganz wichtig und das können wir auch durch das in der Reflexion über Karma besser verstehen lernen. Was immer wir sind, jetzt sozusagen in diesem Moment, bedingt sozusagen gleichzeitig eine Welt, in der wir leben. Die Welt, in der wir leben und wir sind untrennbar voneinander. Es ist nicht etwa so, dass sozusagen dieses Zentrum hier stehen bleiben würde, wenn es euch nicht mehr gäbe. Ich meine, wenn es euch radikal nicht gäbe, dann gäbe es auch dieses Zentrum nicht. Könnte es gar nicht geben. Ja, weil das Zentrum ist durch uns alle hier geschaffen. Das hört sich vielleicht ein bisschen merkwürdig an. Man kann aber die Erfahrung machen, man kann die Erfahrung in Meditation machen. Was passiert denn eigentlich in Meditation? Ich denke, viele von euch haben zumindest gewisse Erfahrungen in Meditation gemacht. Und egal, ob es eine Übung ist wie die Vergegenwärtigung des Atems oder eine andere, wir werden allmählich, je stärker der Geist sich sammelt, mehr und mehr eins mit dem Objekt, worauf der Geist sich sammelt. Aller Wahrscheinlichkeit ist es für uns in der Regel so, dass eine gewisse Trennung noch immer spürbar ist. Hier bin ich sozusagen als der Erleber, ja, als der Beobachter oder wie ich das auch immer nennen will. Und da ist der Gegenstand, den ich beobachte. Ob es der Atem ist oder ob es die Metta ist, die ich spüre oder was es auch immer sein mag. Da ist sozusagen eine Trennung. Ja? Aber irgendwo wird diese Trennung feiner. Und je tiefer die Meditation geht, je stärker unsere Sammlung wird, je stärker unsere Aufmerksamkeit wird, desto mehr kommen gewissermaßen Subjekt und Objekt zusammen, desto mehr verschmelzen sie.
ohne dass deshalb Klarheit verloren ginge, aber irgendwo löst sich sozusagen die harte Abgegrenztheit, die harte Unterschiedenheit auf. Und irgendwo, irgendwann ist es nicht mehr möglich zu sagen, sozusagen hier ende ich und dort beginnt das. Das können wir gelegentlich auch in der Kommunikation erfahren. Ja? Wenn wir mit jemandem sprechen und die Kommunikation klappt wirklich, es ist eine wirkliche Begegnung da, dann ist es irgendwann, kommt ein Punkt, und den finden wir vielleicht irritierend, vielleicht beängstigend, vielleicht auch beglückend, wo die Grenzen zwischen uns selber und der anderen Person zu verschwimmen erscheinen. Ich weiß nicht mehr genau, bin das noch ich oder ist das schon er oder sie? Ja? Ich weiß nicht mal genau, rede ich oder wissen wir nur? Ja? Vielleicht habt ihr in Momenten solche Erfahrungen gemacht, sei es in Kommunikation, sei es in Meditation, sei es vielleicht auch in anderen Situationen, vielleicht auch bei Natur, in der Natur oder wo auch immer. Das heißt, je gesammelter wir sind, man könnte auch sagen, je glücklicher und mehr bei uns selbst wir sind, desto weniger spielt die Trennung zwischen uns und der sogenannten Umgebung eine Rolle oder desto poröser wird gewissermaßen diese Trennung. Und Karma, das, was sich ablagert, wenn man so will, oder die Spuren, die gelegt werden durch unsere Handlungen, werden auf einer so relativ tiefen Ebene, ja unterhalb gewissermaßen der normalen Oberflächenstruktur abgelegt. Und da es so ist, dass die Trennung sozusagen gar nicht aufrechtzuerhalten ist, ist es auch gleichzeitig so, dass sozusagen mit jedem Wesen, in Anführungsstrichen, auch gleichzeitig erst die Welt, in der das Wesen gehört, entsteht. Beides gehört zusammen. Man kann die Welt, die sogenannte objektive Welt, nicht ohne das Subjekt denken, das sie erlebt. Wir sind derartig von unserer naturwissenschaftlichen Denkweise geprägt, dass wir wirklich glauben, ja, die Dinge blieben alle so, wenn wir weggehen. Auf einer bestimmten Ebene stimmt das. Ja? Und auf einer anderen Ebene ist es völlig falsch. Nimm irgendetwas weg. Nimm irgendetwas so weg, dass es nicht mehr Teil des Universums ist und das ganze Universum verschwindet. Es lohnt sich, darüber nachzudenken. Es gibt einfach nichts, was man voll beseitigen könnte. Und es gibt nichts, was tatsächlich getrennt wäre von allem anderen. Das wird manchmal ausgedrückt durch ein Bild in der buddhistischen Tradition, dem Bild von Indras Netz. Ja? Oder vielleicht noch besser an dieser Stelle, dem Bild vom Vairochanas Turm. Da gibt es eine Geschichte, dass ein Jüngling in einen Turm eintritt. Und er tritt in diesen Turm ein, das ist ein riesiger Turm, und sieht plötzlich in diesem Turm, sieht er ganz viele absolut identische Türme von der gleichen Größe. Und in jedem dieser Türme sieht er sich selber als den gleichen Jüngling. Und er guckt genauer hin und sieht, dass in jedem dieser Türme, die er in dem Turm gespiegelt sieht, wieder Türme von der gleichen Größe mit dem gleichen Jüngling und noch allen möglichen anderen Gestalten sind. Ja? Was das Bild sagen will, ja, ist, dass nichts, aber auch absolut nichts sein könnte, wenn es nicht auch alles andere gäbe. Nun, was hat das mit Karma zu tun? Karma, gewissermaßen, beruht darauf, dass wir uns selber eine Illusion geschaffen haben. Und wenn ich sage wir selber, dann meine ich das also so in drei Anführungsstrichen, wenn man so will, dass wir uns selber eine Illusion geschaffen haben, dass wir getrennt von allem anderen existieren. Und wir agieren auf der Basis dieser Illusion. Der vierte Gedanke, die Kopf und Herz verdrehen, zielt darauf, genau diese Illusion aufzuheben, die zu durchschauen und zu erkennen, wie das funktioniert. Und zu erkennen, wie das funktioniert zunächst mal, indem wir erkennen, was für Handlungen, was für Gedanken, was für Bestrebungen helfen uns, allmählich in Richtung der tatsächlichen Realität zu gehen und wie können wir dann letztlich durchbrechen. Auf diese Weise werden wir zunächst einmal das schaffen, was
in der Tradition positives Karma heißt. Das tut man, indem man ethische Vorsätze übt, das tut man, indem man meditiert und so weiter, indem man viele, viele Dinge tut, wie sie in diesem Zentrum unterrichtet werden oder wie man sie in Büchern über Buddhismus findet und so weiter. Aber immer mit dem Ziel, mit dem weitgehenden Ziel, letztlich die ganzen Illusionen zu durchschauen, die dahinter liegen. Und zu diesen Illusionen gehört es auch, dass es so etwas wie Buddhismus gibt oder buddhistische Zentrum und dass das helfen könnte und, und. Ja, auch das müssen wir letztlich loslassen. Zunächst mal noch nicht. Zunächst ist es sehr, sehr wichtig, das aufzunehmen, weil wir stecken wahrscheinlich derartig in dem ganzen karmischen Getriebe drin, dass wir also erstmal so sinnvolle Eselsbrücken brauchen. Wir sollten also das Grasbüschel gewissermaßen, an dem wir hängen, nicht voreilig loslassen. Aber irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo die Ratten an diesem Grasbüschel so weit geknabbert haben und es zeigt sich, dass auch unser Glaube an Buddhismus einer dieser Halme war. Ja? Und es ist auch völlig in Ordnung, wenn auch der irgendwann durchgeknabbert wird und wir bereit sind, in den Abgrund zu stürzen und plötzlich merken, dass wir fliegen können. Guantan Rinpoche sagte von sich, ich habe 20 Jahre damit verbracht, den Dharma nicht üben zu wollen. Die nächsten 20 Jahre verbrachte ich damit zu denken, ich könnte ihn ja später üben. Weitere 20 Jahre war ich voll mit anderen Aktivitäten beschäftigt und bedauerte die Tatsache, dass ich mich nicht der Übung des Dharma gewidmet hatte. Das ist die Geschichte meines sinnlos verschleuderten Lebens. Wir haben die Möglichkeit, alle unsere Hoffnung auf Samsara zu setzen und auf das Glück, das das Samsara verspricht. Ob das der Traumpartner ist, die heile Familie, das sichere Einkommen, der gute Ruf oder was auch immer. Und wenn wir diese Hoffnung haben, können wir auch gleich Lotterie spielen. Das kommt aufs Gleiche raus. Oder wir haben die Möglichkeit, das zu tun, was von den vier Gedanken, die Kopf und Herz nahelegen, vorgeschlagen wird. Wenn wir den ersten Gedanken wirklich durchdenken, dann stößt uns das darauf, dass wir hier und heute alles haben, was wir brauchen. Wenn wir den zweiten Gedanken wirklich zulassen, dann heißt es, dass wir keine Zeit zu verlieren haben. Wenn wir den dritten Gedanken zulassen, dann heißt es, dass wir wahrscheinlich bisher ein Stück weit in der falschen Richtung gesucht haben. Und der vierte Gedanke zeigt uns, welches die richtige Richtung ist und dass wir sie auch wählen können. Ich hoffe, dass wir das tun.